Hallo nach Wuppertal, herzlich willkommen aus Willingen zum Teamquiz des WSV. Wir haben uns überlegt, dass wir die neuen Spieler gegen die alten Spieler in einem Wettbewerb antreten lassen. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, um zu gucken, wie gut kennen die alten Jungs das Team und die neuen sind auch erst ein paar Tage dabei. Ich bin da guter Dinge, dass das gut klappen wird. Bin gespannt, wer gewinnen wird, ob Philipp Hanke oder Roman. Philipp, kurz zu dir. Du bist ja auch eher so der ruhigere Typ. So, wie hast du die ersten Tage in dem Trainingslager empfunden? Ja, ich sag mal, die ersten Tage waren schon sehr intensiv, aber im Großen und Ganzen sind wir, glaube ich, gut dadurch gekommen. Wer ist dein Zimmernachbar? Mit wem teilst du dein Zimmer? Mit Piro. Und, wie ist das so? Marco Königs und Pettlik. Und ja, ist auf jeden Fall eine witzige Runde. Ja? Okay. Roman, was denkst du so? Denkst du, ihr werdet gegen Stipi und Basti Müller gewinnen oder sagst du... Ja, wäre schön, wenn nicht, oder? Also ich glaube, wir haben ja ein Jahr Vorsprung. Dementsprechend bin ich relativ zielsicher. Ich weiß, dass Hank ein guter Beobachter ist. Dementsprechend bin ich, oder sind wir, glaube ich, gut gewappnet. Okay, fangen wir an mit der ersten Frage. Wer kommt immer zu spät? Okay, ihr habt beide eure Antworten aufgeschrieben. Wer zuerst oder gleichzeitig? Ja, ich würde sagen, Team... Also wir haben uns für King entschieden. Warum? Da gibt es keine Weil er zu spät kommt oft. Okay, wie seht ihr das? Wir haben uns für King entschieden, weil er oft zu spät kommt. Echt? Ja, dann kriegen natürlich beide einen Punkt. Zweite Frage. Wer ist nach mir der größte Spaßvogel im Team? Zwischenfrage. Ja, sehr gerne. Im aktuellen Team oder im Team? Im aktuellen Team. Also der Spieler ist auf jeden Fall noch da. Noch da? Noch da? Ja, der ist noch da, der bleibt auch da. Das ist schon mal ein schöner Hinweis auf jeden Fall. Größte Spaßvogel. Ich hätte eigentlich einen für den neuen gehabt, das Handy genommen. Aber schon. Hallo zusammen, gute Abreise. Kommen Sie gut nach Hause. Also, ich komme, gute Anreise dann natürlich. Also ich meine, Humor ist natürlich das ist es. Humor, Ansichtssache, ne? Ansichtssache. Ich finde eigentlich gar keinen lustig. Aber ich finde auch eigentlich immer sehr trist hier. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, oder wir sind uns ziemlich sicher. Dann sag noch. Die meinen den anderen. Ja. 100%. Seid ihr mit euren Antworten durch? Ich habe mir mal bei beiden mal gespingst gerade. Oder was ein Puh? Sag mal, ich zuerst, oder was machen wir? Ja, ich würde sagen, wir können auch zuerst. Ja. Ja, wir haben uns für Semi entschieden, einen von den neuen, weil. Julia? Semi ja, Julia? Genau. Ja, wir sind mit dem auf dem Zimmer. Mhm. Ich bin mit dem auf dem Zimmer und da ist immer auf jeden Fall super lustig und im Training auch, wenn er seine Ausraster hat, ist auf jeden Fall immer lustig. Okay. Für wen habt ihr euch entschieden? Also, erstmal finde ich eine sehr gute Antwort. Absolut. Von Team Neu. Ja, also, weil ich Semi auch sehr witzig finde. Wir sind aber der Meinung, dass ihr eher Duri meint. Weil Durim letztes Jahr echt viele Sachen abgerissen hat. Die man nicht erzählen kann, natürlich. Die können wir ja nicht erzählen, vielleicht nur so viel. Das eine Foto, glaube ich, gegen Wegberg auswärts mit dem Torjubel, wo sich fast das Genick bricht. Deswegen haben wir uns für Durim entschieden. Das ist auf jeden Fall dann ein Punkt für euch. Ja, habe ich gedacht, ja. Damit steht es 2-1 für Team Alt. Schwierig, schwierig. Wobei man, obwohl das ja natürlich... Bei Sammy diesen schon, Fragen gibt es also halt richtig Durim oder falsch. Zum Beispiel gar nicht. Ja, und der war halt dieses Jahr noch gar nicht lustig. Von daher. Ja, noch gar nicht. Ja. Läuft er ja so mal gegen die Wände in meinem Zimmer. Aber das ist Durim. Ja, manche finden das halt manchmal witzig, muss ich mal sagen, wo die Tür ist. Okay, klasse. Wir kommen zur nächsten Frage. Wie steht's denn? 2-1 für Team Alt natürlich. Ach, 2-1. Kurz noch geschossen von meinem Prokop, aber okay. Ja, ja. Wer ist der DJ in der Kabine? Wobei ich da auch sagen muss, da sollten wir auf jeden Fall in der neuen Saison drüber reden. Okay, also wir wissen es, ihr könnt es nicht wissen. Wahrscheinlich. Mhm. Bist du sicher? Nee, ich habe es nur ein paar Mal mitbekommen. Aber ich würde das jetzt nicht... Bist du unzufrieden mit dem DJ? Sehr. Musikauswahl könnte definitiv ein bisschen besser sein in Richtung der Flippers oder so. Ja, auch viel. Aber jetzt auch vor dem Spiel? Oh, faul. Alles okay? Nur zur Info, wir haben hier gerade einen kleinen Zwischenfall gehabt, hier ist jemand gefallen, aber es geht jetzt weiter. Okay, kommen wir zur Auflösung. Diesmal fangen wir an. Den ersten. Oder sollen den wir ersten? Anfangen? Sollen wir anfangen? Ah, also, ihr habt zwei. Nimm den ersten. Oder? Kurze Frage, wir sind ja auch ein bisschen wie bei Millionär. Seid ihr euch sicher mit der Antwort? Ne, wir haben bis jetzt noch zwei Kandidaten hier stehen, muss ich sagen.
Also so viel als kleiner Tipp. Wir würden gerne einen 50-50-Joker nehmen. Ja, als kleiner Tipp, die sind beide falsch. Als kleiner Tipp, die sind beide. Wir wollten uns gerade nochmal einen anderen überlegen. Man muss ja Team 9 ein bisschen helfen, aber die waren beide falsch. Ja, es war schon sehr warm. Also die Richtung war schon nicht so schlecht. Aber es war ein bisschen was anderes. Also ich probiere gerade unsere Kabine zu Hause, die Reihen abzugehen. Ein paar Sekunden Zeit. Bei uns im Bus. Mit zum Training fahren, ich helfe dir mal ein bisschen. Oh, Philipp. Wenn wir zum normalen Training fahren. Zeig das Suchwort. Ich weiß nicht, ob ich die Person verlinken. Ja, natürlich. Kriegst du das hin? Ja, das kriegen wir hin. Natürlich kriegen wir das hin. Wird die Medienabteilung von WSV bestimmt möglich machen. Wenn ich jetzt wüsste, wie man den schreibt. Ist richtig geschrieben? Dann ist aber die falsche Person. Aber die falsche Person. Okay, wir lassen es jetzt so stehen. Ja. Wir haben uns für Pütlik entschieden, einfach wegen dem Hinweis mit dem Bulli. Haben wir einfach mal jetzt. Also ich dachte wegen 40 Jahre Flippers. Nein. Dann merkt man aber auch, dass wir noch ein bisschen zusammenwachsen müssen. Ist richtig. Weil der Hinweis von Philipp Hanke war schon sehr gut, aber du hast es nicht gut umgesetzt, weil es gibt da nur eine richtige Antwort. Montag. Liebe Grüße auch an Annika, die uns so tatkräftig unterstützt mit dem Support. Wie heißt die? WSV Edits? Credits? Vielleicht kann man die Person noch verlinken, da würde sich der Mo, glaube ich, drüber freuen. Absolut. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wer ist eurer Meinung nach der Zuschauerliebling? Also Publikumsliebling. Das weiß ich. Das weißt du auch, ne? Übrigens, aktueller Zwischenstand 3-1. Achso, jetzt muss ich ja den Nachnamen schreiben, wa? Wahrscheinlich. Es muss ja irgendeiner sein, der ackert im Spiel. Oder der immer rumschreit. Oder? Spielt auch hier, ne? Ja. Kann ich das so oder soll ich ihn richtig schreiben? Nö, so, ist, so passt schon. Wer? Oder meinst du 0,0? Schreib mal auf, ich guck's mir dann mal an. Ich nehme das mal was. Ich habe meinen ersten Buchstaben geschrieben. X. Nein, X das ist gar K. Haben wir ein Spiel mit X vor? Nein. X. Hat noch June letztes Jahr Taba. Weiter. Okay, leider genau nicht. Wenn es eure Antwort ist, dann. Also ist nicht ganz falsch, aber. Auch nicht richtig. Nein. Okay, dann fangen wir jetzt an, oder was? Ja, klar, ihr fangt an. Also wir sind uns ziemlich sicher, dass Sebastian Patzler ist, weil er ein absoluter Fanliebling ist hier und auch nach Essen in der Kurve war und auch sich hier sehr engagiert, nicht nur in der Mannschaft, sondern generell im Verein. Ich wollte gerade sagen, also als neuer Spieler, wenn man zum WSV kommt, hat man vielleicht auch das Pokal-Halbfinale gegen Rot-Weiß Essen gesehen, was wir 3-1 gewonnen haben. Und da hat man auch gesehen, dass Sebastian Patzler danach in der Kurve war und auch schon ordentlich abgefeiert worden ist. Was ist denn eure Antwortmöglichkeit? Also wir haben uns für Königs entschieden. Ja, ich denke mal, dass sie sich vom Typ her jetzt gar nicht mal so viel nehmen. Ne? Der Conny ist ja auch immer einer, der schon mal was sagt und auch mal dazwischen haut und auch mal auch für den Verein, wo er spielt, auf jeden Fall alles reinwirft. Und dementsprechend haben wir uns für Conny entschieden. Wie meinst du das denn mit dem Verein, wo er spielt? Hat er denn schon viele Vereine oder? Nein. Ich sag einfach nur, dass es auf jeden Fall ein Spieler ist, der, wenn er irgendwo spielt, gibt er alles. Okay. Aber ist leider auch falsch. 4-1. Können wir noch gewinnen? Oder? Macht so Spaß. Wir können noch gewinnen, bei 6 Fragen. Ja, vielleicht habe ich noch ein paar extra Fragen, wo man Bonuspunkte mit sammeln kann. Ich würde sagen, die nächsten sind doppelt. Oder du könntest ja noch so Fragen stellen, wo wir gleich einen Wissensstand haben. Also, ja, genau. Also ich habe noch 2 Bonusfragen gleich und die entscheiden dann, das ist dann doppelt oder nicht Sache. Gut. Wer braucht am längsten beim Styling? Weiß ich auch. Weißt du das auch? Was sagst du, das ist die Antwort? Ja, aber du kannst schwingen. Mhm. Ja. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Mann. Der ist auch immer der letzte Auswahl. Ja. Tatsächlich? Hast du eine andere Idee? Ich empfinde das anders, weil ich das ja auch oft genug mitbekomme. Ich hätte noch einen anderen, ja, aber. So die Kamine durchgehen. Ja. Aber ich glaube, das ist der schon.
Schon länger. Okay. Wie kann das denn sein? Was? Zum Ende kommen jetzt. Ja, der ist safe nicht. Der kann es gar nicht mehr sein. 10 Sekunden noch. Kann nur 250 sein. Ja. Wir sind noch bis durchgehen. Okay. Ja. Ihr fangt an. Wir haben uns für Kevin Hagemann entschieden. Weil ihm seine Frisur anscheinend sehr wichtig ist. Er sieht ja auch immer toll aus, muss man ja sagen. Also richtig, absolut. Sehr, sehr schöner Mensch. Adrett, toller Mensch. Toller Mensch. Toller Mensch, ja. Schön, ja. Außen und innen. Und wirklich schön. Und wirklich schön. Also, und auch Hage, du bist wirklich hübsch. Wirklich ein schöner Mensch, Mann. Ja, und deswegen haben wir uns dann für Hagemann entschieden, weil Haarspray ist, glaube ich, so sein bester Freund, nachdem Semmer und Heide weg sind, glaube ich. Er hat auch das jetzt mit dem Stürmern weitergeführt, ne? Semmer ist weg und dann hat Hage sich jetzt das Stürmern geholt von Semmer und finde ich gut. Ja, finde ich gut, ja. Also, wen habt ihr? Wir hatten auch erst Hage überlegt, gerade wegen den etwas längeren Haaren. Da muss man ja auch ein bisschen mehr machen, ne? Haben aber dann Patze genommen, weil du auch als Torhüter natürlich im Spiel mit den Handschuhen kannst nicht so oft durchgehen, die müssen fest sitzen und haben uns dann für Patze entschieden. Also die einschlägige Meinung aus dem Team war auch Roman Prokop und Sebastian Patzler. Ich? Ihr beiden seid da oft genannt worden. Ich? Ja, ihr beiden seid da oft genannt worden. Da kamen dann auch so, du bist öfters die Haare am Föhn, etwas länger nach dem Training und so. Und ja, bei Patze ist es dann ähnlich und deswegen Patze. Sebastian Patzler. Echt? Was sagst du als Zeugwart? Ich meine, du hast ja auch einen guten Überblick. Also ich sage auch, Hagemann ist oft mit seinen Haaren beschäftigt. Bist du Zeugwart hier? Ja, ich auch. Nicht so oft, ich mache eher andere Dinge, aber ab und zu, wenn ich Lust habe, dann weiß ich auch mal ein paar Sachen. Hanke kann das bestätigen. Krass, ey. Bar machen rein und der geht sich die Haare machen. Ja, Patze und auch. Ist der Letzte, ja, der im Tunnel dann kommt. Also wenn einer fehlt, dann Patze, wenn Hage da schon mal alle. Ich gehe mit Patze. Wenn ich ab und zu mal meinen Job mache, gehe ich mit Patze immer zuerst in die Kabine und Patze macht dann auch immer noch die Haare sehr lange. Und krass. Deswegen Sebastian Patze. Da wir ja gesagt haben, Bonuspunkte, ist das ein doppelter Punkt? Also ist 4-3. Richtig, ja. Ich habe doppelte Punktzahl dafür bekommen. So ist es. Kommen wir zur vorletzten Frage. Was ist das Lieblingslied der Mannschaft? Ja, also gibt es ja zwei. Ja, wir suchen das? Genau das. Das können wir gar nicht wissen. Ich habe jetzt schon viel Scheiße gehört auch die ganze Zeit. Wie heißt das? Ja, ist natürlich... Das sagen, wenn man den Titel nicht weiß, ja, also da kommt jetzt nicht mit ein Interpret oder sowas. Man, ist es denn Deutsch Titel? Oder Englisch? Englisch? Es, echt? Hätte ich jetzt zum Beispiel niemals gedacht. Ja, es ist eine Mischung, ne? Deutsch, Englisch. Aber man muss natürlich den Liedtitel wissen. Oh, das könnte natürlich auch jetzt für Team Alt dran scheitern. Oh ja. Gar keine. Hei. Auf Englisch. Weiß ich jetzt nicht. Das wird auch so geschrieben. Keine X? Chance. Ja, X? Ja, keine Chance. Okay. Ihr macht ein X. Ja, wir fangen an. Wir, also gar keine Ahnung. Ansonsten würde ich sagen, Udo Jürgens, die Sonne und du. Ein tolles Lied. Auch öfters jetzt hier gehört. Ja. Ja, da würde ich sagen, Hanke, sag du nochmal einmal. Also ich weiß nicht, wie man, also ist von Kapitel Bra. Kapital? Kapital Bra. Ja. Paradise. Wir kennen die nicht. Also, muss eigentlich nicht. Es muss. Also, das ist das erste Lied, was wir immer spielen nach dem Sieg. Die letzte Frage ist: Wer hat aktuell in unserem Team letzte Saison die meisten Tore geschossen? Wie mit Freundschaftsspielen oder was? Welcher Spieler, aktuelle Spieler, hat in Pflichtspielen letzte Saison die meisten Tore geschossen? Im aktuellen Kader? Im aktuellen Kader. Ob der die beim WSV gemacht hat oder woanders, spielt keine Rolle. Aktueller Spieler. Mit Pokal, alles drum und dran. Pflichtspiele. Sehr schwer. Der Gewinner, also wer das richtig beantwortet, ist der Gewinner des Spiels. Abwehr können wir ausschließen. Hör auf zu Linsen. Das ist jetzt wirklich wichtig. Schreibt mal ein paar auf. Okay, dann möchte ich gerne bitte eure Antwortmöglichkeiten sehen. Von Alt? Ihr könnt, wenn ihr gerne anfangen möchtet, könnt ihr gerne anfangen. Also, es ist schon schwer.
Letztendlich haben wir uns für Levi entschieden, weil er aus der Oberliga kam. Mhm. Wir wissen nicht, wie viel Tore er gemacht hat, aber ich hatte letztes Jahr 15, 12 in der Liga und 3 im Pokal. Mhm. Ich weiß, dass Sammy 14 hatte. Ich weiß nicht, was er im Pokal hatte. Mehr. Mehr? Okay. Und deswegen glauben wir, vielleicht Levi in der Oberliga, dass er da mehr Tore geschossen hat als Sammy dann in dem Fall. Deswegen haben wir uns für Levi entschieden, aber keine Ahnung. Okay. Und ihr? Wir haben uns für Sammy Güler entschieden. Güler's on fire. Güler's on fire. Ja, ich glaube, das wurde relativ häufig gesungen in Bonn. Und von daher glaube ich, dass Sammy Güler... Von wem? Ja, dann muss ich sagen, Levi war's. Ein absoluter Erdrutsch-Sieg für Team Neu. Weil Sammy Güler war. Es tut mir persönlich am meisten leid, dass es mit Sammy endet. Aber auch das hat gegen Güler gesprochen, dass du diese Frage reingenommen hast. Ja, vielleicht habe ich Sympathien für Team Neu, deswegen... Ja, wir möchten uns bedanken. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, danke. Auch an uns. Ich bin mal gespannt, was Team Altisch dafür einfallen lässt für die zwei Jungs. Ja, erstmal nichts. Und ansonsten alles Gute. Danke, danke. Ciao, ciao. DP macht den Kurs.